Ja, mit diesem Vortrag wollen wir uns heute mit der Schöpfung beschäftigen. Das ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Wenn wir auf die Welt kommen, hier kommt der Reinhold gerade auf die Welt, dann fragt sich doch jeder Mensch, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Hat mein Leben einen Sinn? Das sind eigentlich Fragen, die nur der Mensch stellen kann. Kein Tier beschäftigt sich mit dieser Problematik. Nur den Menschen treibt diese Frage um. Wir sehen das in allen Völkern, diese Suche in den Religionen nach dem Sinn des Lebens. Diese Frage, die sich nur der Mensch stellen kann. Die Bibel gibt uns da klare Wegweisung in Hiob 12, 7 bis 9, wo es hier heißt, aber frage doch das Vieh, dass es dich belehre. Und die Vögel des Himmels, die werden dir's kundtun. Oder unterrede dich mit der Erde, die wird dich lehren. Und die Fische im Meer werden es dir erzählen. Was werden uns all diese Dinge erzählen? Das Vieh, das heißt die Landsäugetiere, die Vögel, die Erde, die Gesteinsschichten und selbst die Fische im Meer. Was werden sie uns erzählen? In Hiob 7, Vers 8 steht, wer erkennt nicht an dem allen, dass die Hand des Herrn diese Welt geschaffen hat? Heute stiehlt man so viele Ideen aus der Natur in dieser wissenschaftlichen Sparte, die sich ja Bionik nennt. Zum Beispiel der Lotus-Effekt, den man heute sogar schon an Badkacheln anwenden kann. Das sind dann Belage, wo kein Dreck und auch kein Wasser mehr hängen bleibt. Man denkt sogar daran, Außenfassaden von Hochhäusern damit zu begleiten. Dieser Lotus-Effekt, etwas ganz, ganz Nützliches. Oder die Aerodynamik, die man sich bei Haien, Walen oder Pinguinen abschauen kann. Jetzt machen wir weiter mit einigen Anstößen. Man könnte das auch sagen, Stolpersteine für die Evolution. Wir fangen mit einem ganz einfachen Beispiel an, mit dem sogenannten Magenbrüderfrosch. Der so aussieht, eigentlich ein sehr kleiner Frosch. Hier sitzt er zwischen zwei Fingern und mit einer Büroklammer wird der Mund aufgedrückt und wir sehen im Mund einen anderen kleinen Frosch. Er heißt ja Magenbrüderfrosch. Und da können wir jetzt schon ahnen, um was es eigentlich dabei geht. Wir kennen ja die Entwicklung vom Froschei über die Kaulquappe bis zum vollentwickelten Fröschchen. Nur, das geschieht beim Magenbrüderfrosch alles im Magen selber. Wir wissen, dass es gerade auch bei Fröschen die ganz unterschiedlichsten Arten und Verhaltensregeln gibt. Hier zum Beispiel ein Pfeilgiftfrosch in Zentralamerika, der seine Kaulquappen Huckepack transportiert. Oder hier den gelben, kleinen Terribles, das giftigste Tier der Welt, ein sogenannter Vertreter der Pfeilgiftfrösche. Auf dem Rücken dieses kleinen Fröschchens befindet sich so viel Gift, dass man 10 erwachsene Männer damit töten kann. Das Gift blieb ein Jahr lang tödlich auf der Pfeilspitze der Indianer. 10 erwachsene Menschen, es gibt keine Schlange, die so viel Gift hat, dass man 10 erwachsene Männer damit töten könnte. Oder hier diese indische Wabenkröte, wo die Kaulquappen regelrecht in die Haut hineinwachsen oder die Haut herumwächst und die ernähren sich dann von diesen Hautsekreten. Aber was muss da alles notwendig sein, damit so etwas bei einem Magenbrüderfrosch überhaupt funktionieren kann? Wir sehen hier 5 Veränderungen. Das erste, der Frosch muss seine Eier auffressen. Das nennt sich ja eigentlich Kannibalismus. Wenn ein Tier seine Nachkommen andauernd auffrisst, gibt es keine Nachkommen mehr und diese Art, diese Spezies wird aussterben. Aber dieser Magenbrüderfrosch frisst seine Eier auf. Dann fastet das Tier 6 Wochen lang. Dann sondern die Eier und auch die Kaulquappen später, sondern Chemikalien ab, um die Magensäfte zu neutralisieren. Also von Anfang an sondern diese Eier Sekrete ab, Produkte, um die Magensäfte zu neutralisieren. Dann sind die Eier größer, sie sind extrem groß, denn diese Kaulquappen müssen im Magen nachher nichts mehr fressen. Dieser Energievorrat in den Eiern reicht bis zur kompletten Entwicklung des fertigen kleinen Frosches. Und zum Schluss
kommt es zu einer Dilatation der Speiseröhre, zu einem regelrechten Geburtsvorgang, dass sich die Speiseröhre erweitert, damit diese 20 bis 35 kleinen Frösche dann aus dem Magen durch das Maul in die Freiheit kommen. Wir können also sagen, wenn die Eier nicht schon von Anfang an diese Chemikalien abgesondert haben, um diese Magensäfte zu neutralisieren, hätte das nie funktionieren können. Das ist einfach unmöglich, dass sich so etwas durch kleine Mutationsschritte über eine gewisse Zeit hat entwickeln können. Und natürlich muss das Muttertier dann 6 Wochen fasten, denn mit neutralisierten Magensäften kann ja nichts mehr verdaut werden. Dann wird auch nichts mehr gefressen. Charles Darwin hat uns ja herausgefordert, hier oben das Originalzitat in Englisch, darunter die Übersetzung in Deutsch, wo er Folgendes sagt: Ließe sich das Vorhandensein eines zusammengesetzten Organs nachweisen, das nicht durch zahlreiche aufeinanderfolgende geringe Abweichungen entstehen könnte, so müsste meine Theorie unbedingt zusammenbrechen. Charles Darwin fordert uns also heraus und sagt uns, wenn du mir ein Beispiel in der Natur zeigen kannst von irgendetwas, das sich nicht durch kleine Mutationsschrittchen hat entwickeln können, dann muss meine Theorie unbedingt zusammenbrechen. Deswegen habe ich hier auch dem Charles Darwin diesen Frosch auf den Kopf gesetzt und wir sehen auch schon ganz gewaltige Sprünge im Charles Darwin. Aber er wird immer noch krampfhaft von den Wissenschaftlern hochgehalten, denn sie haben ja niemand anderes. Sie haben keine Alternative in Bezug auf die biblische Schöpfung. In Jeremia 2, Vers 27 lesen wir, und bitte beachten Sie, dass das 2500 Jahre vor Charles Darwin geschrieben wurde, im Propheten Jeremia, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich gezeugt, denn sie drehen mir den Rücken zu und nicht das Gesicht. Da gab es also Leute im alten Israel, die haben zu einem Stück trockenem Holz gesagt, du bist mein Vater, und zum Stein, zur toten Materie, das ist ja aus dem Reich der Mineralien, zum Stein, du hast mich gezeugt. Das ist klar, das wurde damals zu primitiven Göttern gesagt, Götzenfiguren. Aber heute sehen wir doch das Ganze pseudowissenschaftlich verbrämt, dass man sagt, in dieser Original-Ursuppe, vielleicht durch einen Blitzeinschlag, sind die ersten primitiven Bausteine des Lebens entstanden. Gott nennt das ganz klar Flucht vor ihm. Du hast mich, denn sie drehen mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Flucht vor Gott. Gott wird ganz bewusst abgelehnt. Das lesen wir auch bei diesem sehr vielsagenden Zitat. Der Darwinismus verbannte die ganze Idee, dass Gott der Schöpfer der Organismen sei, aus dem Bereich der vernünftigen Diskussion. Also wer heute noch irgendwo darüber diskutiert, dass vielleicht Gott der Schöpfer ist, der wird hier ganz arrogant in die Ecke gestellt, geoutet als jemand Unvernünftiges. Darwin zeigte auf, dass kein übernatürlicher Planer nötig war, da die natürliche Auslese jede bekannte Lebensform zu erklären vermochte, gab es keinen Platz für eine übernatürliche Macht in deren Entwicklung. 3-mal wird hier erwähnt, Gott der Schöpfer, übernatürlicher Planer, übernatürliche Macht. Und wir sehen ganz genau, um was es eigentlich im Darwinismus geht. Das ist dieser lange, alte Krieg gegen Gott, gegen den Schöpfer. Und wir sehen dann auch die Auswirkungen im Leben der Völker. Zum Beispiel im Nazi-Deutschland, hier ein Schild vom 2. Oktober 1941 von der strammen 6. Kompanie. Hier steht drauf, diese roten Umrisse, die habe ich selber hinretuschiert, damit man es besser lesen kann. Aber hier steht drauf, der Russe muss sterben, damit wir leben. Und wir wissen ja, dass im Zweiten Weltkrieg die Deutschen 25 Millionen Russen getötet haben. 25 Millionen, weil eben die Nazis geglaubt haben, wir sind die Stärkeren und der Russe ist der Schwächere. Die Juden wurden als schädliche Insekten eingestuft, als minderwertige Rasse
und wurden ja sogar in Auschwitz in den Gaskammern mit Zyklon B vergast. Zyklon B ist eine Komponente von Insektiziden. Wir sehen hier diese schreckliche Auswirkung von der Evolutionstheorie. Adolf Hitler war ein Anhänger der Evolutionstheorie, wie auch Lenin, Marx und Engels. Und wir sehen diese Zerstörungsspur dann durch ganz Russland hindurch, wie viele Millionen Menschen sterben mussten. Wenn wir am Strand entlanglaufen und sehen plötzlich dieses interessante Gebilde aus Muschelschalen, in der Mitte ein abgebrochener Stamm einer Kokospalme. Da haben wir etwas Ahnung von der Größe von diesem Gebilde. Wir sehen hier, wie eine weiße Spirale immer wieder aufhört in einem weißen Haufen und eine dunkle Spirale, also mit dunklen Muschelschalen, immer wieder in einem dunklen Haufen aufhört. Also ein sehr schönes, geplantes Kunstwerk. Und wenn wir jetzt einfach fragen, ist es möglich, dass die Flut, die ja zweimal am Tag stattfindet, ist es möglich, dass die Flut eines Tages einfach einen Haufen Muschelschalen so an den Strand spülen könnte, dass das etwas so Schönes formen könnte? Was sagen Sie dazu? Ist es möglich oder ist es nicht möglich? Wir sagen dazu ganz klar nein. Und wenn wir Millionen von Jahren Möglichkeiten hätten, einen Zeitraum von Millionen Jahren, ist es möglich oder ist es nicht möglich? Jeder normal und logisch denkende Mensch sagt, es ist nicht möglich. Und das ist ja noch ein verhältnismäßig primitives Gebilde. Wenn wir andere Dinge betrachten, wie zum Beispiel unseren Blutkreislauf oder das Gehirn des Menschen. Das gleiche hier an einem Felsen in der Sinai-Wüste. Wir sehen an diesem Felsen einige Giraffen, wir sehen Kamele, wir sehen Menschen, Antilopen und sogar einige Buchstaben. Kein Mensch käme hier zum Schluss, dass das etwa durch den Regen und durch den Wind, also durch die Erosion, hätte entstehen können. Jeder normal denkende Mensch würde sagen, dass das hier durch eine Intelligenz hervorgerufen wurde. Ein Mensch oder verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten haben an diesem Felsen gekratzt und Informationen hinterlassen. Es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die haben ihre Zweifel. Zum Beispiel Adolf Portmann, der große Basler Zoologe, der sagt hier Folgendes, dass es manchen Biologen richtig erscheint, zu behaupten, wir wüssten gerade über ein so ungeheures Phänomen wie die Entstehung der Organismen im Wesentlichen Bescheid. Das mahnt uns daran, dass diese Überzeugung sich aus Gründen und Kräften nährt, die nicht dem Bereich der Naturwissenschaften angehören. Was will dieser Basler Zoologe damit sagen, ausdrücken? Er will sagen, dass hinter der Evolutionstheorie andere Gründe und Kräfte stecken, dass es also schon eine gewisse Bereitschaft gab in der westlichen Welt, diese Theorie gerne anzunehmen, weil man damit Gott und die Bibel über Bord werfen konnte. Endlich hatte man einige logisch klingende Argumente, um endgültig zu sagen, dass die Bibel nur ein großer Blödsinn sei. Und jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel, das sogenannte Thermometerhuhn, das auf den Mali-Inseln in Australien lebt. Wenn wir etwas Ahnung von Latein haben, da steht ja hier unten Megapod. Megapod hat es ja mit großen Füßen zu tun. Und deswegen gehört dieses Huhn zur Familie der Großfußhühner. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, wozu diese Hühner diese besonders großen Füße haben. Hier sehen wir sogar ein Pärchen. Sieht etwa fasanenähnlich oder wachtelähnlich aus. Und hier haben wir da ein Bild, wo man sieht, wie der Hahn im Wald einen großen Komposthaufen errichtet. Aus 50 Meter Entfernung scharrt der Hahn unermüdlich Kubikmeter über Kubikmeter von biologischem Material heran. Alles, was er auf dem Waldboden findet, an Ästchen, an Blättern, wird alles auf einem großen Haufen zusammengekratzt. Und wir wissen ja alles,
was mit einem Komposthaufen geschieht, wenn es dann draufregnet, wenn der anfängt zu verfaulen. Ich spreche jetzt nicht in erster Linie vom Geruch, vom Biogas, sondern wenn wir unsere Hand in diesen Haufen strecken würden, was spüren wir dann? Kompostwärme. Das geschieht ja jedes Jahr auch in Deutschland, dass den Bauern ihre Scheunen anbrennen. Warum? Wenn der Bauer nicht aufpasst und irgendwie feuchtes Heu lagert, dann kommt es durch diese Gärung bis zur Selbstentzündung. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Das Heu, feuchtes Heu gärt und Feuer fängt. Das ist die Gärungswärme. Und dieser Hahn hat die Möglichkeit, mit seinem Schnabel die Wärme zu messen. Er hat also wie ein Thermometer auf seiner Zunge. Und wenn dieser Komposthaufen auf 33 Grad ankommt, dann stabilisiert dieser Hahn diesen Komposthaufen über 8 Monate auf 33 Grad. Im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, bei Kälte, bei praller Sonne kratzt er sogar eine Schicht Sand auf diesen Komposthaufen, damit es nicht zur Überhitzung kommt. Er macht bis zu Ventilationsgängen, um immer diese 33 Grad zu stabilisieren. Er hat sogar Ersatzmaterial, Reservematerial, wenn Wärme fehlen sollte. Er kann Wärme regulieren und stabilisieren. Er hat also ein Thermometer von Gott bekommen. Er kann mit Kompostwärme arbeiten, kann diese Wärme durch viele Tricks regulieren. Er hat diese großen Füße, diese Megapods, diese Baggerfüße. Und die Küken, die kommen ja in Wirklichkeit lebendig begraben auf die Welt, mitten im Komposthaufen. Jedes normale Küken würde hier aufgeben und würde sterben. Aber diese Küken haben einen Grabreflex. Sie graben sich bis an die Oberfläche durch. Und was wirklich etwas Einmaliges ist, das ist der 6. Punkt, das ist der sogenannte Kükenflug, was man sonst nirgends antrifft, dass wenn irgendwo ein Vogeljunges aus dem Ei schlüpft, dass das Junge mit Flügeln, mit schon ausgebildeten Federn und Flügeln auf die Welt kommt. Die Küken, also da bewegt sich etwas in diesem Komposthaufen, das Küken gräbt sich aus und im selben Moment fliegt das Küken weg. Als Nestflüchter. Wie wunderbar hat da Gott auch für diese Küken gesorgt. Ein anderes interessantes Beispiel ist der sogenannte Schützenfisch. Ein Fisch, der dermaßen stark spucken kann, dass er sich also, wie die Darwinisten sagen würden, darauf spezialisiert hat, Insekten durch dieses Anspucken ins Wasser abzuschießen. Wir könnten ja ein Aquarium einrichten mit vielen Schützenfischen, mit anderen Arten, mit Karpfen, mit Skalaren, mit Goldfischen. Und wir würden diese Fische einfach nicht füttern. Wir würden andauernd Insekten außen ans Aquarium hinsetzen. Und jetzt schwimmen diese Schützenfische und spucken andauernd dermaßen und schießen die Insekten ab, fressen sich voll und dick. Und die anderen Fische schauen zu. Und sind am Verhungern. Können die anderen Fische das auch lernen, wenn sie zuschauen, wie dieser Schützenfisch Insekten abschießt? Die anderen Fische lernen das nie. Ich habe in Biologie noch gelernt, dass sich das Instinkt nennt. Instinkt heißt in Wirklichkeit überhaupt nichts. Wir reden heute in der Computerära von Programm. Dieser Schützenfisch hat also ein Programm. Er kann das. Er kann Insekten abschießen, aber die anderen können das nicht. Und zudem korrigiert der Schützenfisch die sogenannte optische Täuschung. Wenn man nämlich aus dem Wasser in die Luft schaut, sieht man den Gegenstand leicht versetzt am falschen Ort durch diese optische Täuschung. In Wirklichkeit spuckt und schießt dieser Schützenfisch leicht neben das Zielobjekt. Er korrigiert automatisch die optische Täuschung. Und die Frage ist doch, woher weiß der Schützenfisch, dass das Insekt in Wirklichkeit leicht daneben sitzt? Wer hat ihm das beigebracht, die optische Täuschung zu korrigieren?
Es gibt im Amazonasgebiet, ich selber habe diese Fische schon gesehen, die sogenannten vier Augen. Die heißen in Brasilien Traljotus. Das ist ein Fisch, der schwimmt fast wie ein kleines Krokodil, immer an der Wasseroberfläche. Das sieht man hier auch nochmal ganz genau. Und ein Teil von seinem Auge schaut über die Wasseroberfläche. Und er hat tatsächlich eine geteilte Linse. Er hat eine sogenannte obere Pupille, die dafür da ist, in die Luft zu schauen. Und er hat eine untere Pupille, die eine Unterwasserpupille ist. Allerdings, unser Schützenfisch hat diese Möglichkeit nicht. Automatisch korrigiert er die optische Täuschung. Hier ein interessanter Vogel, Amselgroß. Er wird in Brasilien der Dreckhans genannt. Er baut fußballgroße Nester. Er ist eben ein richtiger Brasilianer und die Brasilianer haben Fußball sehr gern. Er baut fußballgroße Nester aus Lehm, ähnlich wie das bei uns die Schwalben machen. Er hat die Freiheit, einen schneckenähnlichen Eingang entweder nach links innen oder von rechts nach rechts innen zu machen, aber sonst baut er immer das gleiche Nest. Es gibt ja sogar Vogelkundler, Vogelspezialisten. Wenn Sie in Ihrem Garten irgendwo ein Nest finden und bringen diesem Spezialisten dieses Nest, kann Ihnen der Mann genau sagen, welcher Vogel das Nest gebaut hat. Jeder Vogel baut sein spezifisches Nest. Und das ist eben ein Programm. Ein Programm. Dieses Programm hat zum Beispiel die Maus nicht. Die Maus weiß einfach nicht, dass hinter diesem leckeren Käse etwas ganz Schreckliches nur darauf wartet, der Maus das Genick zu brechen. Aber was können wir auch von diesem Thermometerhuhn lernen? Wir wissen aus Beobachtungen, dass das Weibchen einmal in der Woche ein Ei legt. Und diese Weibchen legen bis zu 35 Eier. Wenn wir jetzt hier die Rechnung machen, dann legt dieses Weibchen 8 Monate lang Eier. Bis zu 8 Monaten. 8 Monate lang Schlupfzeit. Und im Ganzen arbeitet der Hahn 10 Monate im Jahr. 10 Monate. Kratzt dieser Hahn unermüdlich den ganzen Tag an seinem künstlichen Brutkasten herum. Stabilisiert die Temperatur auf 33 Grad mit den interessantesten Tricks. Warum? Jeder normale Vogel setzt sich auf seine Eier. Manche brauchen nur 17 Tage, andere 3 Wochen. Der Nandu oder der Emu in Südamerika brütet sogar 6 Wochen, 1,5 Monate. Aber dann ist es geschafft. Und dieser Thermometerhahn arbeitet 10 volle Monate. Mit einer so komplizierten Brutmaschine, dass man sich das menschlich gesprochen einfach nicht erklären kann. Aber Römer 1, Vers 20 sagt, Gott wird ganz klar durch das Erschaffene wahrgenommen. Wenn wir also mit wachen Augen in die Natur schauen, sehen wir die Visitenkarte Gottes. Hier das dritte Beispiel und die Raupe wird zum Schmetterling. Normalerweise, die Raupe wird zum Schmetterling. Wir alle kennen diesen wunderbaren Prozess der Metamorphose. Dieses Wort kommt ja einige Mal im Neuen Testament vor. Zum Beispiel, wir werden umgestaltet ins Bild Jesu. Metamorpho in das Bild Jesu. Oder stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euren Sinn, metamorpho euren Sinn. Das sind also gewaltige Veränderungen. Wenn man eine Schmetterlingspuppe aufbricht am Anfang, dann befindet sich in dieser Schmetterlingspuppe nur eine braune Soße. Diese ganze Raupe hat sich aufgelöst. Und jetzt wird ein total neues Tier in dieser Schmetterlingspuppe organisiert. Vorher, die Raupe war der Feind des Gärtners. Niemand hat Raupen gern, die die Pflanzen abfressen. Aber wenn nachher so ein Schmetterling majestätisch dahersegelt, ein Schmetterling so bunt, so schön, der sich jetzt nur noch von Nektar ernährt, das ist dann der Freund des Gärtners. Ein ganz anderes Tier. Das zeigt uns, dass Gott die Macht hat, der totalen Metamorphose, der Umwandlung,
Die Bibel sagt, dass unser sterblicher Leib eines Tages umgewandelt wird in einen Herrlichkeitsleib, in einen unsterblichen Herrlichkeitsleib. Einfach wunderbar. Hier ist so ein schöner Schmetterling. Aber wir haben auch einen interessanten Vertreter der Mottenart, so groß wie ein Nachtschwärmer. Und da sehen wir an den Raupen ein ganz interessantes Verhaltensmuster. Wenn diese Raupe bedroht wird, dann streckt die ihren Bauch und ihr Hinterteil dem Feind entgegen und sie sieht dann aus wie eine Schlange. Wir sehen das hier an diesen Abbildungen, perfekt wie eine Schlange. Die Frage ist doch, woher weiß eine Raupe, dass es Schlangen gibt und dass Tiere, die Fressfeinde, dass die Angst haben vor Schlangen? Wir können doch nicht einfach annehmen, dass eines Tages die Raupe so gestresst war, ist von ihrem Busch runter, weil so viele Tiere versucht haben, sie aufzufressen. Und sie kam dann zufällig in das Loch einer Schlange, hat sich dann mit der Schlange unterhalten. Und die Schlange hat gesagt, Max, wie ich, alle haben Angst vor mir. Wie sollen wir sowas erklären? Man sieht doch dahinter ganz klar, dass da ein Planer stehen muss, jemand, der die Schlangen kennt und das Verhalten der Tiere vor einer Schlange. Und überhaupt, wozu diese extravagante Tarnung, diese Mimikrie, diese Verstellung? Es gibt so viele normale Raupen, grüne, braune, orange, behaarte und nicht behaarte, die genauso oder gut überleben. Warum plötzlich sowas Außergewöhnliches, eine Schlange zu imitieren? Und da sehen wir eben, dass jemand dahinter steht. Wie auch hier bei diesem interessanten Blatttierchen. Ein Insekt, das ein Blatt imitiert. Sogar Teile eines vertrockneten Blattes. Es geht sogar so weit, dass diese Blatttierchen Schimmelbefall imitieren. Sie imitieren sogar Fressstellen von Käfern. Sie imitieren sogar Vogelkot auf ihren Flügeln. Die Frage ist, woher weiß ein Blatttierchen, dass es Schimmelbefall gibt, dass es Käfer gibt, die Blätter anfressen und dass manche Blätter teilweise verwelkt sind? Oder hier ein Vertreter aus den sogenannten Stabheuschrecken mit diesem sehr irreführenden Namen Gottesanbeterin. Ein fleischfressendes Insekt. Wenn man das hier sieht, wie perfekt zum Beispiel hier der Rand eines Blütenblättchens imitiert wird, ja, sieht doch aus wie eine perfekte Blüte. Aber hier vorne hat sie ihre beiden Vordergliedmaßen, die Beine, zu einer Falle angezogen. Und jedes Insekt, das in die Nähe kommt, wird blitzschnell umklammert und dann aufgefressen. Damit wir das glauben, dass das wirklich ein Insekt ist, hier ein rosa Vertreter dieser Gottesanbeterinnen, dieser fleischfressenden Insekten. Oder hier ein Blattfrosch, dermaßen getarnt, das sieht sogar aus wie Blattspitzen am Kopf. Perfekte Tarnung. Oder dieser Steinfisch, der aussieht wie ein Teil von Weichkorallen an einem Korallenriff. Der Steinfisch, hier vorne die Augen, der Mund, wenn Sie es bis jetzt noch nicht entdeckt haben. Oder hier die Blattheuschrecke, die mit ihren zusammengefalteten Flügeln aussieht wie ein Blatt. Man sieht sogar die Blattnerven, die Fasern, sogar an den Vordergliedmaßen Stückchen von Blättern, die aber nicht irgendwie angeheftet wurden, sondern dieses Tier kam so auf die Welt. So unglaublich getarnt. Warum? Es gibt so viele normale Heuschrecken. Die Wanderheuschrecken und andere, die nicht so getarnt sind und auch gut überleben. Von diesem Tier spricht die Bibel. Auch eine Art Mimikrie, eine Art Verstellung. Der Wolf im Schafspelz. Wer wurde dann denn so genannt? Nicht die Zöllner und die Huren an erster Stelle, sondern es waren die frommen Leute. Die, die gesagt haben, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir sind keine Sünder wie die Heiden. Wir brauchen keinen Messias. Wir brauchen keine Sündenvergebung. Das waren die Frommen und das waren die schlimmsten Feinde Jesu. Das waren die,
die ihn der Kreuzigung ausgeliefert haben. Und das ist eigentlich auch die Mahnung an uns. Ohne eine Wiedergeburt, ohne dass ich Jesus ganz persönlich in mein Leben aufnehme, bin ich von Natur ein Wolf im Schafspelz. Ich kann religiös sein, ich kann vielleicht sogar einer Kirche angehören, aber ich bin nicht gerettet. Drum sagt ja die Bibel in 1. Johannes 1, 12 und 13, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Macht und das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die, die nicht geboren sind aus Fleisch und Blut oder nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott. Nur Gott kann diese Metamorphose in unserem Leben vollbringen, nämlich einen Wolf, unsere Wolfsnatur, in eine Schafsnatur umzugestalten. Auch ein ganz interessantes Beispiel hier mit dem Titel Akustische Katzenaugen. Da handelt es sich um die Blüten eines Weinrebengewächses in Zentralamerika mit dem Namen, mit dem lateinischen Fachausdruck Mucuna holtoni. Und es ist ganz interessant, dass diese Weinreben von Fledermäusen nachts befruchtet werden. Von Fledermäusen. Und Wissenschaftler haben festgestellt, von der Universität Erlangen, das ist übrigens ein ganz normaler Artikel aus der Geo-Zeitschrift. Und die Geo-Zeitschrift ist alles andere als bibelgläubig. Die Geo-Zeitschrift ist ein eifriger Missionar für die Evolutionstheorie. Und diese Wissenschaftler zeigen uns, dass sich dieses Weinrebengewächs in Wirklichkeit mit den Fledermäusen verständigt. Wie ist das möglich? An den Blüten von diesem Weinrebengewächs wird ein Schalltrichter aufgestellt. Also ein gewisses Blütenblatt. Und es hat nur diesen Zweck, den Ultraschall, den die Fledermäuse beim Fliegen aussenden, um sich zu orientieren, um diesen Schall zurückzuwerfen. Und die Fledermaus weiß dann, wenn dieser Trichter aufgestellt wird, dass die Blüte reif ist. Dass es etwas zu essen gibt, dass es Nektar gibt. Die Wissenschaftler haben diese Schalltrichter weggemacht, abgeschnitten oder Watte hineingestopft. Und dann ist der Besuch der Fledermäuse drastisch zurückgegangen. Der Beweis, dass das also wirklich Schalltrichter sind, um den Fledermäusen zu signalisieren, hier gibt es etwas für dich. Und dann werden die eben zur Bestäubung gebraucht. Die Frage ist, die sich eigentlich jeder logisch denkende Mensch stellen muss, woher weiß dieses Weinrebengewächs, dass es Fledermäuse gibt? Ja? Wir sehen da doch Planung dahinter. Da muss doch jemand dahinter stehen, der weiß, dass es Fledermäuse gibt. Interessanterweise gibt es sogar Nachtfalter. Wenn die von dem Radar der Fledermäuse erfasst werden, falten die ihre Flügel zusammen und lassen sich zu Boden fallen. Die Frage ist, woher kennen diese Nachtfalter diesen feindlichen Radar? Woher wissen die, dass Gefahr droht? Ein vom Radar der Fledermäuse erfasster Nachtfalter ist ein toter Falter. Er wird aufgefressen. Er kann es seinen Nachkommen nicht weitergeben. Das sind alles Dinge, die man ohne Gott nicht erklären kann. Auch die Ältesten, in Anführungsstriche, Fledermausfossilien, die man gefunden hat, auch gerade in Deutschland. Man hat immer nur fertige Fledermäuse gefunden. Man hat nie eine, sagen wir mal, eine Maus mit Stummelflügelchen gefunden. Und das ist gerade das Problem bei dem ganzen Fossilienbefund. Man findet diese halben Tiere nicht, die anscheinend durch die Evolution, durch Jahrmillionen erschaffen wurde. Und das ist bis heute das ganz, ganz große Manko im Darwinismus. Man hat keine Beweise im fossilen Befund. Und überhaupt, halbfertige Tiere könnten ja überhaupt nicht überleben. Mäuse, die andauernd in die Luft springen würden, um ihre Flügel zu entwickeln und fliegen zu lernen, würden ja sofort auch, ich sag's mal so einfach, von der Katze aufgefressen werden. Ein anderes Beispiel aus der Familie der Orchideen. Es gibt ja sehr viele
verschiedene Orchideen. Da gibt es eine, die heißt Coriantes. Es wird auch das sogenannte Hummelbad genannt. Und wenn man sich diese Blüte anschaut, dann ist es schon ein sehr, sehr interessantes Gebilde. Und wir werden staunen, wie diese Coriantes sich bestäuben lässt. Sie besteht aus vielen einzelnen Teilen. Hier oben auf diesem Teil wird ein Köder angeboten. Ein Köder, der die Insekten anlockt. Wenn dann Insekten hier landen, ist es auf diesem Teil dermaßen glatt, dass die Insekten abrutschen und in eine Art kleine Badewanne hineinfallen. Voll mit Wasser. Und dieses nasse Insekt kann jetzt nicht mehr fliegend aus diesem Behälter herauskommen, sondern muss bis zu diesem Notausgang. Und genau an diesem Notausgang, wir haben hier die wissenschaftliche Zeichnung mit allen Einzelteilen, genau an diesem Notausgang oben an der Decke hängen die Pollenkörner, die dann, wenn sich das Insekt dort hinauszwängen muss, dem Insekt wie ein Rucksack auf den Rücken geklebt werden. Also Lockmittel, Gleitfläche, ein Behälter, Wasser. Wasser, das übrigens kein Regenwasser ist, sondern das von der Orchidee selber hergestellt wird und aus zwei kleinen Wasserhähnen heraustropft. Und dann eben der Notausgang und die Pollen. Hier sehen wir übrigens diese kleinen Wasserhähne, wo es tropft. Und hier sehen wir auch diese Pollenkörner, die oben an diesem Notausgang an der Decke auf das Insekt warten. Wir sehen doch da klare Planung dahinter. Jemand, der wissen muss, dass es Insekten gibt, dass die Insekten hier abrutschen, dass sich Insekten, die sich nass gemacht haben, hier nicht mehr herauskommen, sondern sich dann hier zum Notausgang hinauszwängen müssen. Und überhaupt, warum so kompliziert? Jede normale Dotterblume, jeder Löwenzahn funktioniert einwandfrei mit seinen Blütenblättchen, mit seinen Stempeln, mit seinen Pollen, funktioniert perfekt. Zu was so ein kompliziertes Gebilde? Die Wissenschaftler können das nicht erklären. Aber ich denke, dass hier Gott seine Schöpfung unterstreicht. Gott wird ganz klar durch das Erschaffene erkannt. Da muss doch jeder Mensch erkennen, dass da ein Planer dahinter steht, dass da ein Ziel dahinter steht, das von vornherein da gewesen sein muss. Auch wir planen ja alles. Hier sehen wir Konstrukteure von Autos, die jeden Millimeter hineinberechnen, damit der Platz ausgenutzt wird, damit wir bequem Auto fahren können, immer bequemer fahren können. Unfälle werden analysiert und mit hineingeplant, damit sich die Menschen dann bei einem Unfall weniger verletzen. Die ganze Verkleidung im Auto wird sicherer. Und man überlässt nichts dem Zufall. Und ich denke, dass sich Darwin ganz schön getäuscht hat. Zum Beispiel auch mit dem berühmten Beispiel der Darwin-Finken auf diesen verschiedenen Galapagos-Inseln. Er hat auch festgestellt, dass diese Finken verschiedene Schnäbelformen hatten, je nachdem, von was sie sich spezifisch ernährt haben. Und Darwin gebrauchte das als einen Hinweis auf Evolution. Aber das ist nicht Evolution. Das ist Anpassung. Diese Fähigkeit der Anpassung steckte schon in diesem Originalfinken. Genauso wie wir auch diese ganze Elastizität zum Beispiel in den Hunderassen sehen. Man hat ja die verrücktesten Rassen gezüchtet. Denken wir nur mal an den Dackel, der ja aussieht wie eine verunglückte Kreuzung zwischen Hund und Regenwurm, der ja fast keine Füße hat. Oder andere Hunde mit extrem langem Fell oder extrem langen Füßen und so verschiedene Hunde. Man kann heute fast sagen, für jeden Geschmack etwas. Wir sehen das auch bei vielen Taubenrassen, bei vielen Gänserassen, Hühnerrassen, Hasen, bei Stiefmütterchen,
bei immer wieder neuen Tulpensorten. Wir sehen, wie unheimlich man diese Pflanzen und Tiere manipulieren kann, züchten kann. Das hat Gott einfach hineingelegt in all diese Tiere und Pflanzen, diese Fähigkeit zu variieren. Wir sehen das hier sogar bei diesen verschiedenen Schweinesorten. Es gibt sogar ein ungarisches Wollschwein, das man regelrecht scheren kann wie ein Schaf. Nur ich denke, dass man dann diese Wolle wahrscheinlich einige Male waschen muss, damit sie schafsähnlich dann riecht. Es gibt sogar ein genmanipuliertes Schwein in Amerika, das doppelte Schinken hat, damit mehr Schinken produziert wird. Und dann sehen wir auch hier Hausschweine und verschiedene Wildschweine, wie das afrikanische Hängebauchschwein und andere. Warzenschwein. Und man kann diese ganzen Schweinesorten untereinander kreuzen. Da werden also die verrücktesten Schweinekreuzungen herauskommen, aber es wird immer irgendein Schweinchen auf die Welt kommen. Nie ein Meerschweinchen oder ein Wasserschwein, was ja zur Familie der Nagetiere gehört. Hier auch ein interessantes Beispiel. Das habe ich aufgenommen im biblischen Zoo in Jerusalem, wo alle Tiere ausgestellt werden, die in der Bibel vorkommen. Und da wurde ein Esel und ein Zebra zusammengesteckt. Und weil der ideale Partner gefehlt hat, haben diese beiden pferdeähnlichen Tiere sich gekreuzt. Und dann gab es dieses Zesel, diese Mischung von Zebra und Esel, ein Zesel. Wir sehen hier dieses junge Tier, diese Kreuzung mit diesen Streifen, mit einigen Streifen und einem Teil wie der Esel. Nur, wir haben hier ein großes Problem, das überall viel auftritt, in der Pflanzen- und in der Tierwelt. Denn dieses erwachsene Tier ist hybrid, steril. Es kann keine Nachkommen bekommen. Da gibt es also hier eine Bremse, plötzlich eine Mauer, es geht nicht mehr weiter. Nach der Evolutionstheorie müsste doch alles so fließend ineinander übergehen. Und plötzlich sehen wir hier Mauern, Bremsen, Sperren durch das Sterile, durch den Hybridismus, wo Gott einfach Grenzen gezogen hat, damit seine Schöpfung nicht kaputt geht. Gott will keinen Tutti-Frutti-Fruchtsalat, verstehen Sie? Er will, dass wir seine wunderbare Schöpfung sehen. Obwohl es natürlich auch in all diesen Tieren eben die Fähigkeit zur Variierung gibt, zur Elastizität. Hier sehen wir eine Amöbe, einen Einzeller. Und Charles Darwin hat ja eigentlich wenig gewusst über Einzeller. Es war sowas wie ein primitives Schleimklümpchen. Wir wissen heute einiges mehr. Wir wissen, dass im Zellkern auch eines Einzellers unheimlich viel Information steckt. Information, nicht irgendwie ein Schleim. Information in Form von diesem DNS, in dieser ganzen genetischen Erbanlage. Und diese ganze Information wird dann ja abgelesen und wie in einer Krisenproduktionsanlage, in einer Fabrik, wird dann alles verarbeitet. Und genau so erfüllt, wie das in diesem DNS da vorgeschrieben ist. Drum gibt es auch ein Buch, das spricht von der Black Box von Darwin und spricht eben von den Zellkernen, die für Charles Darwin wie die Black Box in einem Flugzeug waren, die normal ja nicht aufgemacht wird. Wir wissen heute, dass eben sehr viel Information in diesen Zellkernen steckt. Information in dieser Doppelhelix, in dieser Doppelspirale mit vier biologischen Buchstaben. So genial, in einer Speicherdichte, die, wenn man es mal so sagen könnte, Lichtjahre von dem entfernt ist, was der Mensch heute schon erreicht hat, auch in der Computerära. Und ich habe von meinem Freund Professor Werner Gitt Folgendes gelernt, dass wenn man den Text von Büchern in DNS-Format speichern würde, wie viele Bücher würden dann in einen Stecknadelkopf
in DNS-Format gespeichert werden können. Was denken Sie? DNS-Format. Texte von Büchern in einem Stecknadelkopf. Das ergäbe einen Stapel 500 Mal von der Erde zum Mond. Das sind immerhin 384.000 Kilometer. 500 Mal diesen ganzen Stapel von Büchern. Diesen Text könnte man in einem Stecknadelkopf in DNS-Format speichern. Wie genial ist unser Gott. Und in allen Pflanzen, in allen Tieren begegnen wir den gleichen vier biologischen Buchstaben. Das ist Gottes Schöpfersprache. Und wir sehen hinter der Natur Intelligenz, Genialität. Wir sehen ein klares Ziel und Planung in der Natur. Wenn wir diese Tiere hier anschauen, das ist natürlich lustig. Aber solche Gebilde müsste man eigentlich als Fossilien finden, wo die Natur einfach aufs Blinde hinein irgendwelche Dinge versucht hat. Aber das findet man nicht. Auch ausgestorbene Tiere, die manchmal bewusst primitiv gezeichnet werden, das ist manipuliert, primitiv gezeichnet werden, dass sie so urtümlich aussehen. All diese Tiere waren perfekte Tiere, die perfekt überleben konnten. Aber solche Gebilde findet man einfach nicht. Das wäre so ein Hinweis auf Evolution. Ja? Wirklich interessante Tierchen. Und wie gesagt, einige Gedanken von Professor Werner Gitt. Ich heiße ja Federolf und will mich ja auch nicht mit fremden Federn schmücken. Ehre, wem Ehre gebührt. Nochmal zurück zu unseren Muschelschalen am Strand. Kein Mensch würde sagen, dass das zufällig entstehen könnte, wie auch diese Eingravierungen in diesem Felsen in der Sinai-Halbwüste. Plötzlich, wenn man dann ein Tier zeigt oder eine Pflanze, dann sagen die Menschen, ah, in Millionen Jahren ist alles möglich. Tja, dann haben sie mehr Glauben wie ich. Ich glaube, dass dahinter ein Schöpfer steht, ein Planer. Wenn jemand da an unpersönliche Kräfte glaubt und einfach sagt, in Millionen Jahren ist alles möglich, dann dürfen sie das schon sagen. Aber das ist dann auch keine Wissenschaft mehr. Das ist dann Pseudowissenschaft. Das ist in Wirklichkeit eine sehr, sehr starke Ideologie. Und wir sehen, wie diese Ideologie heute jeden mundtot machen will, der irgendwo Kritik gegen die Evolutionstheorie anbringt. Ganz interessant. Gerade in Deutschland. Wer irgendwo noch etwas von Schöpfung sagt, von Gott als dem Schöpfer, der wird sofort geoutet und als Feind erklärt. Weil eben wieder starke atheistische Ideologie, antichristliche Ideologie in Deutschland hochkommt. Und dann werden wir als Christen sofort wieder als Feinde in die Ecke gestellt. Wie das im Kommunismus war, wie das unter den Nazis war, wie das heute auch in der islamischen Welt geschieht. Wenn wir so etwas anschauen, wie die Biene auf einer Blüte landet und dann auf dem zweiten Bild jetzt langsam in diese Blüte hineinkrabbelt, um bis zum Nektar zu gelangen, wie dann plötzlich von oben ein Hebel sich herabsenkt und eine Bürste an der Biene die Pollen abbürstet, dann muss doch jeder Mensch, der etwas von Mechanik versteht, sagen, das ist doch geplant. Ja, da steht Planung dahinter. Es gibt interessanterweise aus dieser sogenannten Ophrys-Orchideen-Familie hat man bis heute 220 verschiedene Sorten entdeckt. Und das Besondere bei Ophrys ist, dass sie mit ihren Blüten Insekten imitieren. Also Orchideen, die Insekten imitieren. Ein ganz bekanntes Beispiel ist der Spiegelragwurz, eine europäische Orchidee, die das Weibchen der Dolchwespe imitiert. Der Dolchwespe. Die Dolchwespe, die rötlich behaart ist und dann diesen metallischen Schimmer
auf den Flügeln reflektiert. Das gleiche sehen wir an der Blüte von diesem Spiegelragwurz, von dieser Orchidee. Ganz interessant. Aber nicht nur das Insekt wird imitiert, sondern auch der Sexualduftstoff. Das heißt, dieser Duftstoff, die Weibchen gebrauchen, um die Männchen anzulocken. Und die Frage ist jetzt doch, woher wissen die Orchideen, woher kennen die das spezifische Deo von der Frau Dolchwespe? Das ist doch die Arbeit von einem Biochemiker. Das sind einfach Dinge, die man nicht einfach so kommentarlos hinunterschlucken kann. Da muss doch jemand dahinter stehen, der das alles geplant hat. Oder hier diese Wasserpflanze Utricularia vulgaris, auch Wasserschlauch genannt. Eine ganz normale Wasserpflanze, die durch Photosynthese sich am Leben erhält. Ganz normal wie viele andere Pflanzen. Doch an der Pflanze, an dieser Wasserpflanze, befinden sich viele kleine Bläschen. Ich bin überzeugt, dass die Wissenschaftler lange, vielleicht Jahrhunderte oder Jahrzehnte, nichts anzufangen wussten mit diesen Bläschen. Vielleicht haben die gedacht, es wären Samenknospen oder Unterwasserblattgallen oder sonst was. Und wenn man das dann unter dem Elektronenmikroskop vergrößert betrachtet, dann sehen wir plötzlich etwas ganz Interessantes. Dass nämlich in Wirklichkeit diese Utricularia unter Wasser Fallen besitzt mit vielen Einzelteilen. Zum Beispiel mit einer Eingangsklappe, mit einem Verschluss, mit einem Berührungssensor, dann mit Verdauungsdrüsen und mit einem ganz komplizierten Pumpensystem, das nämlich wirklich in Minutenschnelle diese Wasserbläschen, diese kleinen Bläschen leer gepumpt werden, wie ein Drainagesystem. Und dann geschieht natürlich, dann passiert Folgendes, dann entsteht ein Unterdruck, ein gewisses Vakuum und das Wasser will natürlich von außen in dieses Bläschen zurückfließen. Aber das wird erst erlaubt, wenn ein Tierchen an diesen Sensor hinkommt. Dann reißt diese Klappe auf und der kleine Wasserkrebs oder Wasserfloh wird mit dem Wasser in das Bläschen gesaugt. Dann wird wieder in Minutenschnelle leer gepumpt. Und das Wassertierchen wird verdaut. Plötzlich eine fleischfressende Wasserpflanze. Wie ist sowas möglich? Wie kann sich sowas, solche komplizierten Teile, einfach zufällig entwickeln? Ja, da muss doch Planung dahinter stehen. Das kann doch nicht einfach ziellos durch unpersönliche Kräfte geschehen. Aber man sagt, in Millionen Jahren hat die Natur hart gearbeitet und geniale Lösungen gefunden. Oder sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Das sagt die Bibel dazu. Gott wurde vertauscht, weggestrichen. Er wurde ersetzt durch viel Zufall, durch viele Mutationen. Und für diese viele Mutationen wurden viele Millionen Jahre erfunden. Bevor man sich nämlich Beweise zurechtgebogen hat für diese große geologische Zeitskala der Evolution, hat man diese Jahre fiktiv erfunden. Denn man braucht einfach einen riesen Zeitraum für diese ganzen Mutationen und allmählichen Entwicklungen. Ein interessantes Beispiel von diesem sogenannten Bombardierkäfer. Wir sehen hier eine Kröte und die Kröte hat Hunger und wir sehen, wie die Kröte hier diesen Käfer sieht, der vorbeiläuft und wie sie diesen Käfer dann mit ihrer klebrigen Zunge in sich hineinwirkt und das wäre dann auch schon der Schlusspunkt. Ob dieser sperrige Käfer sich nachher noch im Magen dieser Kröte bewegt, das interessiert die überhaupt nicht. Die hat schon viele Käfer verschluckt. Irgendwann mal hört es auf. Doch hier wurde ihr ein Strich durch die Rechnung gemacht, dieser Kröte. Plötzlich sehen wir sie hier auf der dritten Abbildung total verkleckert, die Zunge draußen, sie windet sich vor Schmerzen und hier läuft unser kleiner Käfer wieder lustig und fröhlich weiter. Was ist hier passiert? Dieser Käfer, der zur Familie der Laufkäfer gehört,
hat zwei Drüsen, mit denen er hochkorrosive Substanzen herstellen kann. Und wenn diese zwei Substanzen in einer Stresssituation dann produziert werden und in den Explosionssack gedrückt werden, dann kommt es zu einer regelrechten Explosion. Und dieser Käfer hat dieser Kröte mit 170 Grad die Zunge verbrannt. Mit 170 Grad. Mit einer Explosion, die man sogar hören kann. Die sogar, wenn man mit diesem Käfer spielt, hier nochmal eine anatomische, wissenschaftliche Zeichnung. Wenn man mit diesem Käfer spielt, gibt es richtige, regelrechte Brandwunden, schmerzhafte Brandwunden auf der Hand. Und warum zeige ich Ihnen das? Weil die Bibel eben von einem großen Tier berichtet, das auch in der Lage war, Explosives herzustellen. Und meine ganz einfachen Gedanken sind folgendes. Es gab so viele verschiedene Dinosaurier. In der Luft, in den Sümpfen, unter Wasser. Wer weiß, ob nicht einer ähnliche Drüsen gehabt hat und statt nur zwei Mini-Tröpfchen einige Kubikzentimeter hergestellt hat und dann wirklich ein lebendiger Flammenwerfer war. Ist nämlich interessant, dass so viele Völker von den sogenannten feuerspeienden Drachen sprechen. Und die Bibel spricht von diesem Leviathan in Hiob 41. Die Bibel spricht hier, sein Niesen erzeugt Licht, Vers 10. Aus dem Rachen kommen Fackeln und Feuerfunkeln, Vers 11. Aus den Nüstern Rauch, Vers 12. Vers 13, sein Atem zündet Kohlen an. Dann im Vers 24, er hinterlässt hinter sich eine Leuchtspur. Das war also regelrecht ein lebendiger Feuerwerkskörper, der mit allem Möglichen gearbeitet hat. Mit Licht, mit Rauch, mit Flammen. Und hier zum Schluss, der letzte Punkt, im Vers 19 sagt die Bibel, Eisen hält er für Stroh und Kupfer für morsches Holz. Die Bibel sagt, dass der Leviathan der König der Tiere war und ein Tier von Gott erschaffen, um nie Angst zu haben. Es war ein furchtloses, gewaltiges Tier, das unverletzlich war. Es gibt heute in der Welt kein einziges Tier, das wir nicht mit Eisenlanzen oder mit Edelhölzern, mit Lanzen aus Edelhölzern oder Harpunen töten können. Es gibt keinen Blauwal, selbst mit 33 Metern, den wir nicht töten können. Keinen afrikanischen Elefanten und kein Alligator. Wir brauchen dazu nicht mal Schusswaffen. Mit eisernen Lanzen können wir diese Tiere töten. Aber dieser Leviathan, der konnte durch all diese Waffen nicht verletzt werden. Und es zeigt uns, das muss ein Tier sein, das es eben heute nicht mehr gibt. Und heute im Licht dieser ganzen Dinosaurierfossilien, dieser großen Vielfalt von Dinosauriern, ist es gar nicht mehr so fabelmäßig oder mystisch, diese ganzen Drachensagen, diese Begegnungen. Interessant, dass ein Paläontologe der Universität Bonn, Thorsten Scheier, Folgendes entdeckt hat, als er Dinosaurierpanzerplatten untersucht hat, die eben sehr gut als Fossilien überliefert waren. Dann kam dieser Paläontologe, der also mit Fossilien arbeitet, zu dem Schluss, dass der Aufbau mancher Dino-Panzerplatten sehr viel komplizierter gewesen sei als die Knochenpanzer heutiger Krokodile oder Schildkröten. Einige Panzer ähnelten frappierend heutigen Verbundwerkstoffen, wie sie, und jetzt hören Sie und staunen Sie, wie sie in schusssicheren Westen eingesetzt werden. Schusssichere Westen. Das ist genau das, was uns beim Leviathan gefehlt hat. Wie konnte der Kupfer für Stroh und Erz für faules Holz gehalten haben? Weil er einen Panzer hatte, den man nur mit einer schusssicheren Weste vergleichen kann. Hier einige Details mehr. Wie diese Kollagenfasern um 45 Grad in raffinierter Weise geschichtet und gedreht waren und eine unheimliche Stabilität erzeugt haben.
Es gab also wirklich Dinosaurier, die unverletzbar waren. Und das ist genau das, was uns gefehlt hat. Und die Bibel spricht darüber. Und es konnte eben nur ein Augenzeuge berichten. Das kann man nicht einfach so aus Fossilien herauslesen, dass es zum Beispiel einen feuerspeienden Drachen gegeben haben soll. Eisen hält er für Stroh und Erz für faules Holz. Das ist eben der Hinweis, was für uns Christen ganz normal ist, weil ja Gott alle Tiere am 5. und am 6. Tag erschaffen hat, dass nämlich Menschen mit Dinosauriern zusammengelebt haben. Dass die Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler, die behaupten, dass die Dinosaurier 70 Millionen Jahre vor den Menschen ausgestorben wären, dass es eben nicht stimmt. Aber wir können all diese vielen Dinge den Menschen zeigen, dann sagen die, es gibt eben Prozesse, die wir heute noch nicht verstehen. Aber in Millionen oder Milliarden Jahren ist praktisch alles möglich. Die Selbstorganisation und Höherentwicklung der Natur, natürlich ohne Gott, ist unleugbar. Aber es gibt auch andere Leute, und ich denke, da dürften sich manche Biologielehrer eine Scheibe abschneiden. Manche Biologielehrer, die so richtig eifrige und fanatische Missionare der Evolutionstheorie sind, die keine Kritik runterschlucken. Stephen William Hawking, der nach Albert Einstein als das brillanteste Gehirn eingestuft wird, dieser Wissenschaftler, der total verkrüppelt auf seinem Rollstuhl sitzt, sagt hier Folgendes, Originalzitat aus dem Englischen übersetzt. Entweder wir finden wissenschaftliche Erklärungen für gewisse Geheimnisse der Entstehung des Kosmos, oder wir müssen es in Betracht ziehen, dass alles mit dem klaren Ziel erschaffen wurde, um menschliches Leben zu beherbergen. Haben Sie das mitbekommen, welches Wort Stephen Hawking hier gebraucht? Er spricht von, mit dem klaren Ziel erschaffen wurde. Sagen Sie das mal einem Wissenschaftler. Das ist wie das rote Tuch. Sie wollen ja nichts von einem göttlichen Planer wissen. Sie wollen nichts von Schöpfung und Schöpfer hören. Stephen Hawking sagt, wenn wir keine wissenschaftlichen Erklärungen finden, müssen wir es in Betracht ziehen, dass alles mit dem klaren Ziel erschaffen wurde, um menschliches Leben zu beherbergen. Vielen Dank, Stephen. Wir sehen, es muss eben ein Schöpfer dahinter stehen. Und dieser Gott redet auch heute. Er sagt im Alten Testament 2. Chronik 7, 13 und 14, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott redet also auch durch sogenannte Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, durch Überschwemmungen, durch Trockenheiten, durch Insekten, durch Schädlinge. Und was sagt der Mensch heute? Klimaerwärmung, Wirbelsturm, Hugo, sind alles unpersönliche Kräfte. Die Menschen lassen sich vom Geist Gottes nicht mehr strafen, genauso wie vor der Sintflut. Ja, sie wollen gar nichts mehr annehmen. Und da sehen wir eigentlich, wie weit diese letzte Zeit schon fortgeschritten ist. Aber wir sind ja in bester Gesellschaft. Nimm hin, deine Götter. Die Völker haben früher wenigstens noch geglaubt, dass der Mensch von den Göttern abstammen würde. Und wir leben heute in so einem richtigen Affentheater. Und Römer 1, Vers 25 hat das schon vor fast 2000 Jahren gesagt. Paulus hat es gesagt. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Das ist also in Wirklichkeit eine Ersatzreligion. Das ist eine Weltanschauung. Darwinismus ist in Wirklichkeit eine Ersatzreligion. Und da gibt es sogar Bücher drüber. Und wir sehen das auch bei diesem ganzen Fanatismus, wenn man eben an der Evolutionstheorie Kritik anbringen will. Oder wenn man sagt, man sollte auch im Biologieunterricht etwas von Schöpfung bringen. Man sollte da auch einige kritische Dinge einbauen. Sofort wird es abgeblasen. Ich denke auch, dass manche Interpretationen von Fossilien
die dann als Affen, menschenähnlich eingestuft werden, dass da viele Interpretationen vorschnell sind. Wir wissen, dass wir ja heute nur noch mit einem Restbestand von dem leben, was einmal da war. Viele Tiere und Pflanzen sind ausgestorben. Es gab früher auch viel mehr Menschenrassen. Wir finden also Fossilien von ausgestorbenen Menschenrassen und diesen großen Affen. Ich scheue mich, diesen Ausdruck zu gebrauchen, Menschenaffen. Das klingt ja schon komisch. Na, diese großen Affen, es gab noch andere Sorten, zum Beispiel von Orang-Utans. Wir wissen das heute. Aber diese Leute sind so drauf fixiert, Beweise zu finden, dass der Mensch affenähnliche Vorfahren hat, dass sie immer wieder in ihr Wege geleiten. Und lassen wir uns warnen. Die Menschen, die zum Holz sagen, Jeremia 2,27, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich gezeugt, die werden eines Tages, wenn Gott die Schraube anzieht, wenn Gott seine Gerichtshebel in Bewegung setzt, dann wird diesen Menschen nichts anderes übrig bleiben, als die tote Materie, um Hilfe anzurufen. Und es ist doch schrecklich, diese totale Verzweiflung, die die Bibel hier registriert, bei einem der größten Erdbeben, die es je gegeben hat, die dann in Offenbarung 6 stattfindet. Alle versteckten sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Das ist ja in Wirklichkeit ein Gebet an die tote Materie. Sie sprechen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet über uns und verbergt uns. Ist doch schrecklich, dass diesen Menschen nichts anderes übrig bleibt, als die tote Materie anzurufen. Und ist es nicht so, dass viele sagen, zu jung, dann später zu verliebt, später dann zu besorgt, dann im Berufsleben zu beschäftigt, dann nachher zu alt und eines Tages zu spät? So rast das Leben an uns vorbei wie ein Rauch. Ohne Gott ein großer Betrug. Lassen wir uns doch einladen. Jesus kam auf diese Welt. Die Bibel sagt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er kam in diese Schöpfung, in seine Schöpfung, durch den ja alles geschaffen wurde, der alles erhält, und alles wurde zu ihm hin geschaffen. Er kam, hat Brote und Fische vermehrt, hat Wasser in Wein verwandelt. Er ist auf dem Wasser gegangen, weil in Hiob steht, Gott geht auf den Wassern, Gott stillt den Sturm, Gott befiehlt dem Sturm. Und so hat Jesus seine Göttlichkeit manifestiert. Er hat Tote auferweckt, alle möglichen Krankheiten geheilt. Er hat gesagt, kein Spatz fällt vom Himmel ohne den Willen des Vaters. Er hat gesagt, Gott versorgt die Lilien auf dem Feld, die wilden Feldblumen. Und mit anderen Worten hat Jesus gesagt, wir Menschen, ihr seid viel mehr wert wie die Tiere und für die Pflanzen. Sorgt euch als erstes um das Reich Gottes, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Wir sind viel mehr wert als Pflanzen und Tiere. Der Mensch wurde geschaffen im Bildnis Gottes. Gott sucht uns, Gott liebt uns. Wir sind kein Zufallsprodukt, wir sind kein umherirrendes Staubkorn im Kosmos. Und lassen Sie es mich bitte sagen, es ist einfach ein Unsinn, wenn man in Sinnlosigkeit Sinn hineinbringen will. Das kann man nicht. Dann ist unser ganzes Leben sinnlos. Reinhold Messner, dieser berühmte Bergsteiger, wurde eines Tages gefragt, Herr Messner, was bringt Ihnen das, wenn Sie auf die höchsten Berge der Welt steigen? Dann hat Messner geantwortet, das gibt meinem Leben nicht mehr Sinn, aber es macht mein Leben intensiver. Also ich muss Ihnen sagen, mir ist das zu wenig. Denn in Jesus finden wir diesen Sinn, diese Liebe Gottes, diesen Weg, den Jesus geschaffen hat, um uns zu erretten durch seinen Tod am Kreuz. Diese Hoffnung, die über das Grab hinausgeht,
Und Jesus sagt, wer mich annimmt, ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und das hat er nicht nur einfach versprochen, denn wenn ich nachher tot bin und habe an Jesus geglaubt und er hat mich betrogen, dann ist es für mich zu spät, um das zu beweisen. Jesus hat nämlich gesagt, ich habe das Leben in mir selber, ich gebe das Leben, wem ich will. Hat Jesus damals Leute auferweckt, diese Talitha, Kumi, Mädchen, steh auf, Lazarus, komm heraus, nach 4 Tagen kam dieser Mann lebendig aus dem Grab. Oder dieser junge Mann in Naim, der einzige Sohn der Witwe, als dieser Trauerzug aus diesem Dorf hinauskam, kam Jesus vorbei, hat diesen Leichnam angerührt und der junge Mann war wieder lebendig. Er gibt Leben. Er hat immer wieder auf sich hingewiesen, als das Leben, als das Brot vom Himmel, das Wasser des Lebens. Und das finden wir in Jesus. Und die Bibel zeigt uns auch, die Vergangenheit ist der Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart und Zukunft. Bitte beachten Sie, dass das sehr, sehr wichtig ist. Weil die Wissenschaftler sagen heute, die Gegenwart sei der Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit. Das stimmt aber nicht. Denn wenn wir die Offenbarung, die prophetische Offenbarung des Sündenfalls des Menschen, der Sinnflut und Gottes immer wieder Eingreifen in Zeit und Raum, wie zum Beispiel in Sodom und Gomorra, wo Feuer vom Himmel fiel, wenn wir das außer Acht lassen, interpretieren wir unsere heutige aktuelle Welt total falsch. Hier einige Sabbatleuchter, jüdische Sabbatleuchter, wo auch an Adam und Eva im Paradies erinnern, wo sie sich dann vor Gott versteckt haben mit ihren Feigenblättern. Oder erinnern wir uns eben auch gerade an das Gebirge Ararat und an diese immer wieder auch interessanten Arche Noah-Abbildungen in Kinderbibeln. Ich finde das absolut kontraproduktiv. Das sieht immer so drollig aus, so niedlich, so witzig. Ja, wie da die Elefanten und die Kamele und Giraffen da rausgucken. So ein kleines Wohnboot. In Wirklichkeit sah die Arche so aus, auch im Vergleich zu einem Fußballfeld. Hier in einer alten Lutherbibel, in einem Kupferstich, sehen wir diese 3 Stockwerke und wir sehen auch, wie klein die Menschen im Vergleich aussehen. So riesig war diese Arche. Sie hatte übrigens Platz für 125.000 Schafe. Das muss man mal ausrechnen, das ganze Volumen in 3 Stockwerken. Und es hat fast 5.000 Jahre gedauert, bis die Menschheit wieder ein Schiff gebaut hat, nämlich die Great Britain im Jahr 1843, die fast so groß war wie die Arche Noah. Nicht ganz so lang, nicht ganz so breit, aber auch nicht ganz so hoch. Aber schon fast so groß. 5.000 Jahre hat es gedauert. Und da gibt es heute auch moderne Theologen und Leute, die darüber diskutieren, ob die Sintflut lokal oder global gewesen sei. Anhand der Maße der Arche Noah sehen wir ganz klar, anhand diesem gewaltigen Schiff, dass die Sintflut global war. Also es gab Platz für 125.000 Schafe, um so die Stammvertreter aller heutigen Tiere unterzubringen. Paarweise hätte man den Platz gebraucht für 35.000 Schafe, nur. Es gab also noch 2/3 Platz für heute ausgestorbene Tiere, Futtervorräte, Noahs Familie und die Insekten, die den Platz von 5.000 Schafen ausgemacht hätten. Also wenn man diese Rechnung macht, sieht es gar nicht mehr so niedlich und drollig aus und auch nicht mehr so unmöglich. Diese Arche Noah war also wirklich eine auf dem Wasser treibende Oase. Und die Tiere kamen übrigens von alleine. Gott kann ja diese Impulse in die Tiere hineingeben. Wir sehen das heute bei Zugvögeln. Wir sehen das bei den Wanderungen vom Flusswal, vom Lachs, der aus dem Salzwasser ins Süßwasser kommt. Und ganz, ganz interessante Dinge. Alles so ein Hinweis auf die Arche Noah und diese Tierwanderungen. Auch interessanterweise, hier sehen wir versteinerte Dinosaurier-Eier. Die sind alle relativ klein. Die größten Eier sehen aus wie blattgedrückte Würste. Die sind also alle so wie eine kleine Katze auf die Welt gekommen. Auch da ist die Diskussion eigentlich überflüssig.
Noah hätte leicht auch Dinosaurier in die Arche mitnehmen können. Es gab zum Beispiel auf Madagaskar einen Moa, der war dreimal so groß wie der Vogel Strauß, der hat Eier gelegt, so groß wie Wassermelonen. So große Dinosaurier-Eier hat man bis heute noch nie gefunden. Alle relativ klein. Und dieser Moa ist erst im 16., 17. Jahrhundert ausgestorben, ausgerottet worden. Auch die Frage, wo kommt eigentlich das ganze Erdöl her, das Petroleum? Jeden Tag werden Millionen Fässer Erdöl gefördert. Wo kommt dieses Petroleum her? Wo kommt diese ganze Kohle her? Das heißt ja fossiler Brennstoff. Das ist biologisches Material, das unter außergewöhnlichen Verhältnissen fossilisiert wurde. Zu Petroleum oder eben auch zu Kohle. Wo kommt das alles her? Das ist ja alles pflanzliches und tierisches Material, das durch Katastrophen ausgelöscht wurde und dann eben zu diesen Materialien gepresst wurde. Ganz komisch, ganz interessant. Es gab Riesentiere, wenn wir an diese 80 Tonnen Brachiosaurier denken oder hier die Abbildung von einem Riesenfaultier. An welchem Baum ist dieses riesen, tonnenschwere Tier hochgeklettert? Das zeigt uns, das muss also Riesenbäume gegeben haben. Und das gab es auch wirklich. Es gab ja riesige Schwimmwälder. Das zeigt uns auch der deutsche Wissenschaftler und gläubige Wissenschaftler Joachim Schewen, dem wir sehr, sehr dankbar sind für seine vielen Kohlestudien und manchen anderen interessante Entdeckungen. Alles im Licht der biblischen Schöpfung. Es gab also riesige Bäume, eine ganz andere Vegetation. Die Menschen wurden ja bis zu 900 Jahre alt oder über 900 Jahre. Und wir glauben, dass das echte Jahre waren, dass eine Schwangerschaft immer 9 Monate gedauert hat. Wir haben noch einige kleine Reliquien, also so ganz begrenzte Vorkommen von diesen Mammutbäumen, diese Redwood-Mammutbäume zum Beispiel in Amerika. Oder hier dieser Knochen, den der Mann hier gefunden hat, 2,75 Meter. Das heißt, vom Ellenbogen, vom Schulterblatt bis zum Ellenbogen 2,75 Meter im Brachiosaurier, Riesentiere. Das gibt's heute nicht mehr. Das müssen also ganz andere Umweltverhältnisse gewesen sein wie heute. Ganz anders. Und um zu diesen Schlussgedanken zu kommen, wenn Sie diese Gebilde sehen, und ich würde Ihnen jetzt Folgendes sagen, ist das aber mal komisch. Wie soll ich in dieses Auto steigen? Da hat es ja gar keinen Platz für mich. Oder hier, ein einziges Rad. Sogar mein Fahrrad hat 2 Räder. Wie soll ich mit dem Ding fahren? Sind denn diese Autobauer verrückt geworden? Da sagen sie mir natürlich sofort, Reinhold, tu mal langsam. Komm, wir gehen mal raus auf den Parkplatz. Da draußen stehen ganze Autos, schön glatt, 4 Reifen. So sieht das Auto aus, so wurde das Auto gemacht, nicht so. Da wissen wir natürlich, dass diese Auto durch einen schrecklichen Vorgang schrecklich verformt wurden. Und das nennt sich Unfall. Da sind bestimmt Leute dabei gestorben. Woher wissen wir das? Wir kennen ganze Autos. Wir wissen, wie schöne neue Autos aussehen. Und wissen Sie, dass unsere Erde, unsere Welt heute genau so aussieht? Und das Problem ist, dass ich Ihnen keine komplette Welt zeigen kann. Ich kann nicht plötzlich sagen, schauen Sie mal da oben. Schaut mal da oben. So was Ähnliches wie die Erde. Da ist der Löwe und das Schaf zusammen. Die Menschen leben in Frieden und Gott wandelt mitten unter den Menschen. Es gibt nur eine Erde, das ist unser Problem. Und der Bericht von diesen 2 schrecklichen Unfällen, die unsere ganze Welt verstellt haben, diese Berichte finden wir nur im Wort Gottes. Und auch die Wissenschaftler, die diese Offenbarungen im Wort Gottes nicht mit hineinkalkulieren, nicht für Wahrheit halten, verrechnen sich gewaltig, wenn sie unsere heutige Welt auslegen wollen, wie wenn das immer schon so gewesen wäre. Das stimmt eben nicht.
Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Bibel sagt, dass Gott die Schöpfung entstellt hat. Dieses ganze Seufzen, dass sich die Tiere gegenseitig auffressen, ist also alles ein Schrei nach dem verlorenen Paradies. Das war nicht immer so. Gott hat diese Welt verflucht, weil der Mensch in Sünde gefallen ist. Und in den folgenden Versen lesen wir dann, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Da spricht die Bibel also von dieser gewaltigen zukünftigen Veränderung der Schöpfung, auch von uns selber. Spricht von diesem unsterblichen Herrlichkeitsleib. Aber wir sehen dieses Seufzen der Schöpfung. Oder meinen Sie, dass dieses Erdhörnchen in den Klauen des Adlers spricht, Mann, ist das mal cool. Ich habe meinen Berg noch nie von hier oben gesehen. Ist ja ein toller Panoramaausflug. Dieses Erdhörnchen ist entweder schon tot oder wird dann vom Adler oder von seinen Jungen aufgefressen. Oder hier, wie eine Schlange so einen Papagei stranguliert. Oder hier ein Hai, einen Riffbarsch zerfetzt. Oder hier sich ein Krokodil ganz heimtückisch wie ein Baumstamm antreiben lässt und dann plötzlich zupackt und das kleine Nilpferd ertränkt. Oder hier dieser sogenannte Todeskuss, wo diese Raubkatze nur den Hals dieser Antilope zudrückt und dieses Tier dann an Sauerstoffmangel erstickt. Oder hier ein Krokodil, das ein Zebra auffrisst oder tötet. Es gibt fleischfressende Pflanzen. Hier sogar ist ein kleiner Frosch hineingeraten. Oder kleine Insekten wie Moskitos schnagen, die Malaria oder andere schlimme Krankheiten übertragen. Und wie schon erwähnt, auch dieses ganze Gift in der Natur. Hier ein Pfeilgiftfrosch, der ja so viel Gift auf seinem Rücken hat, dass man 10 erwachsene Männer damit töten kann. 10 erwachsene Männer. Es gibt keine Schlange, die 10 Männer töten kann. Dieses kleine Fröschchen aus der Familie der Pfeilgiftfrösche hat so viel Gift auf dem Rücken, um 10 Männer zu töten. Wir sehen den Tod in der Natur. Diese ganze Grausamkeit, das Fressen und Gefressenwerden. Und wir wissen, das hat nicht zur Originalschöpfung gehört. Die Bibel sagt, der Tod ist erst durch den Sündenfall in die Schöpfung gekommen. Es gab vorher keinen Tod. Es gab kein Sterben vor dem Sündenfall. Es gab keine Fossilien. Es gab auch kein Fressen und Gefressenwerden in der Natur. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, Vers 24, dass Gott die Haustiere geschaffen hat und die wilden Tiere. Also auch da schon ganz bestimmte Tiere mit bestimmten Aufgaben. Und dann in 1. Mose 1, Vers 31 heißt, dass alle, die Haustiere und auch die wilden Tiere, grünes Kraut gefressen haben. Alles, auch der Tyrannosaurus Rex. Alle waren friedlich. Und es hat sich dann eben erst später alles verändert. Das Altwerden, niemand empfindet das als etwas Angenehmes. Ja, wenn das Leben an uns vorbeirast und die Bibel sagt, das Leben ist ein Samenkorn. Ein Samenkorn. Wir entscheiden, wo dieses Samenkorn einmal hinkommt. Ob es in der Scheune Gottes gelagert wird oder mit ewigem Feuer verbrannt wird, mit unauslöschlichem Feuer. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus in unserem Herz haben, sind wir ein Weizenkorn, ein Samenkorn, das auf der Tenne dann vom Unkraut getrennt wird. Und es kommt dann in die Scheune Gottes mit Jesus zur Errettung. Auf der Tenne, wie dieser Mann hier alles hochwirft, wie im alten Israel. Und der Wind, das heißt ja in Hebräisch Ruach. Ruach heißt Wind und auch Geist. Das wird dann aussondiert.
Ja, das wird dann geschieden. Was zu leicht wird, was zu leicht ist, bläst der Wind weiter weg. Und was schwer ist, fällt zurück. Die Körner fallen zurück. Und das war ja genau die Botschaft auch in Babylon, als dem König gesagt wurde, du wurdest auf die Waage Gottes gestellt und als zu leicht erfunden. Mene, mene tekel, upharsim. Wie sieht Ihr Leben aus? Ist Jesus wirklich in Ihrem Herzen? Oder empfinden Sie sich wie so ein sinnloses Staubkorn im Kosmos? Dieser Schrei ist durch die ganze Welt gegangen, Jesus lebt. Und Millionen Menschen haben darauf geantwortet. Diese Geschichte vom Kommen und Sterben Jesu ist so einfach, dass es sogar die Kinder verstehen können. So einfach. Gott selber kam, weil er uns liebt und uns herausretten will. Weil unser Leben einen Sinn hat. Weil Gott mit unserem Leben einen Plan hat. Jesus lebt. Wer das persönlich erlebt hat, dem fällt es dann wie Schuppen von den Augen. Dann dürfen wir Gott danken. Wir sind Geschöpfe Gottes. Gott ist Realität. Er wird eines Tages diese ganze entstellte Natur wiederherstellen. Die Bibel sagt in Jesaja 11, Vers 6, dass der Löwe mit dem Schaf zusammen sein wird, weil der Löwe Stroh fressen wird wie das Vieh. Es gibt Menschen, auch Gläubige, auch Theologen, die sagen, das ist nur ein Symbol von einem Friedensreich. Wäre das aber nur symbolische Sprache, dann würde Gott nicht extra noch erklären, wie das möglich ist. Nämlich, dass der Löwe auch umgestaltet wird und wieder grünes Kraut fressen wird, wie am Anfang. Und dieser ganze Friede, der kommt eben nur durch Jesus. Jesus heißt ja auch wunderbar, Rat, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Und wenn dieser Friedefürst zurückkommt, dann bringt er diesen echten Frieden wieder. Aber dieser Friede kommt nicht durch Waffenverhandlungen, durch alles Mögliche oder Waffenstillstände zustande, sondern nur durch Jesus selber. Denn das Problem ist das Herz des Menschen. Die Bibel sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken, böse Dinge von innen heraus. Es ist also nicht so, wie so manche Religion uns beibringen will, dass wir vielleicht durch gewisse Techniken einen Gott in uns befreien können und uns selber erlösen können. Die Bibel sagt also, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott kam von außen und hat uns aus dem Sumpf herausgezogen. Wir können uns nicht selber an den Haaren herausziehen. Wir können uns nicht selber erretten. Wir können nicht selber in uns einen Gott freisetzen. Das sind alles dem Christentum konträr entgegenstehende Philosophien. Und es gibt auch das schöne Lied, das Sie vielleicht kennen, wo wirklich sehr gute Verse hat. Denn du schufst das All und aus dir kommt das Leben. In dir ist die Fülle, die Kraft. Denn du bist das Lamm, das für uns ward geschlachtet. Du hast uns dem Vater erkauft. Und im Vers 3, der Strophe 3, denn du bist der Herr, der die Erde neu schaffet. Du baust uns ein ewiges Reich. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Dieser große, gewaltige Gott. Er arbeitet jetzt individuell in unserem Herzen. Denken wir nur an die Schneekristalle. Es gibt kein Eiskristall, das dem anderen ähnlich ist. So groß, so kreativ ist unser Gott. Und Jesus wird wiederkommen. Die Bibel spricht davon. Auf diesem etwas naiven Gebilde, auf diesem Gemälde, ein sehr schönes Gemälde, das Sie vielleicht noch von Ihrer Oma her kennen, das uns einfach an dieses Millennium erinnert, an dieses Friedensreich. Wir wissen ja, wie die Menschen das schon imitieren wollten. Adolf Hitler hat vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation von 1000 Jahren gesprochen. Und wie ist es ausgegangen? Viele haben schon vieles versucht. Aber ohne Jesus, no future. Und dafür sind wir von ganzem Herzen dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir die Bibel haben, die uns da zeigt, wie die Schöpfung, wie es da wirklich zugegangen ist, dass die Welt einen Anfang hat und auch ein Ende hat und dass Gott auch mit unserem Leben
ein Ziel und einen Plan hat. Und dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Amen. Und lasst uns zum Schluss noch beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für alles, was wir auch jetzt gesehen und gehört haben. Herr, und wir wissen, dass dein Heiliger Geist da ist, der überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir danken dir für die Offenbarung in deinem Wort, diese rückwärts gerichtete Retro-Prophetie, die uns den Schöpfungsbericht zeigt. Herr, wie du alles geschaffen hast, aus dem Nichts, durch dein Wort alles trägst und erhältst. Danke, dass uns das auch erreicht hat. Ja, Herr, dass wir damit einbegriffen sind, dass du einen Plan mit unserem Leben hast. Herr, wir danken dir, dass wir da vor dich kommen dürfen, dass wir dir alle Ehre geben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Herr, dass wir nicht in falschen Philosophien untergehen oder in dieser ganzen Sinnlosigkeit, die uns ja auch die Evolution vor Augen breitet. Dieser ganze sinnlose Postmodernismus, Herr. Danke, dass du uns rufst. Aber wir sehen, wie dieser Kampf auch zunimmt gegen dein Wort, gegen den Schöpfer, gegen die Kreationisten, wie wir sogar schon fast als Kriminelle eingestuft werden, nur weil wir an den Schöpfungsbericht glauben. Aber Herr, danke, dass du uns Mut machst, weil dein Wort sagt, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott, zu zerstören Festungen und jede Höhe, alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Herr, wir brauchen nicht mit Maschinengewehren, mit Bomben, mit Selbstmördern zu arbeiten. Wir haben dein Wort. Wir haben mächtigere Waffen in Gott. Danke, dass du uns gebrauchen willst, dass du uns auch als Christen, dass du unser Zeugnis qualifizieren willst, dass wir uns gut informieren sollen, dass wir uns aufrüsten, dass wir uns aufrüsten sollen für unsere Zeit, damit wir wirklich ein Zeugnis haben und damit wir auch die offenen Türen gebrauchen, die Freiheit, die wir auch hier in der westlichen Welt noch haben. Danke, dass du uns Mut machst, fest deinem Wort zu vertrauen. Sowohl was Schöpfung angeht, aber auch was dein Wiederkommen angeht. Danke, Herr Jesus, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Und ich bitte dich nochmal für die, die vielleicht unter uns sind, Herr, die dich noch nicht kennen. Herr, dass sie sich ziehen lassen von diesem Schöpfergott, von diesem Erlösergott, der gekommen ist in diese gefallene Welt. Herr, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir danken dir in Jesus Christus, Herr, dass uns deine Liebe erreicht hat. Und wir möchten dich auch für die bitten, die das noch nicht kennen, dass sie sich erretten lassen, bevor es zu spät ist. Möchtest du es einfach schenken, dass auch dieses Wort gesehen, gehört, geschaut, Herr, dass es einfach nicht leer zurückkommt. Hab Dank dafür. Amen.